Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht es um Gradle. Was ist Gradle überhaupt? Wozu benutzt man Gradle und warum solltest genau du es benutzen? Das Ganze werden wir heute klären und ich werde euch zeigen, wie ihr in IntelliJ ein Spygate-Projekt mit Gradle erstellen könnt. Gradle ist ein Projektmanagement-Tool wie Maven, das uns beim Compilen und für unsere Dependencies sowie Tests hilft. Eine Frage, die wir uns auch stellen, ist, warum wir überhaupt Gradle benutzen sollten. Und eine der Antworten ist Performance. Gradle ist einfach super schnell, was die Buildtime angeht, also wie lange es dauert, euer Plugin zu compilen, damit ihr es dann auf dem Server verwenden könnt. Außerdem ist Gradle relativ einfach zu bedienen und zu konfigurieren und vor allem habt ihr sehr, sehr viele Möglichkeiten. Da wir jetzt wissen, was Gradle ist, fangen wir an, unser Projekt zu erstellen. Öffnet einfach IntelliJ, erstellt ein neues Projekt und wählt hier Gradle aus. Da wir ein Kotlin-DSL-Skript verwenden werden, macht hier einfach auch einen Haken rein. Dann können wir jetzt hier noch unter Artifacts-Coordinates unsere Group-ID und unsere Artifact-ID einstellen. Meine Group-ID ist de.codepizza und meine Artifact-ID Gradle-Tutorial. Der Name und die Location vom Projekt passt auch. Drückt immer auf Finish und das Gradle-Projekt wird schon von IntelliJ erstellt. Nach ein paar Sekunden sieht es so aus und wir können mit dem Konfigurieren beginnen. Aber bevor wir konfigurieren können, müssen wir erstmal wissen, was wir konfigurieren können. In der settings.gradle.kts können wir den Namen unseres Projektes ändern. Alles weitere wie die Dependencies können wir hier in der build.gradle.kts ändern. Hier ganz oben seht ihr einen Plugin-Block. Hier haben wir jetzt schon das Java-Plugin installiert und wir müssen kein weiteres Plugin jetzt installieren. Hier einmal die Group, die ist bei mir de.gradle.pizza, also einfach die Group-ID und einmal die Version von eurem Projekt. Als nächstes haben wir die Repositories. Eine Repository könnt ihr euch ein bisschen wie eine Bücherei vorstellen, wo ganz viele Dependencies, also Bücher kann man sich das auch vorstellen, drin sind. Hier haben wir zurzeit nur die Maven Central Repository drin, die schon viele Dependencies beinhaltet. Falls ihr die Maven Local Repository haben wollt, führt dort einfach die Maven Local Funktion aus. Weiter unten haben wir jetzt genau diese Dependencies, die wir uns für Bücher vorstellen können. Hier haben wir bereits zwei Sachen drin, das ist beides für Tests und ihr könnt das eigentlich ignorieren. Dann haben wir noch die Task Test und diese ist einfach zum Testen da, das können wir auch einfach so lassen. Jetzt gehen wir wieder zurück zu unseren Repositories und wir müssen jetzt erstmal die Spygate bzw. die PaperMC Repository hinzufügen, damit wir die Spygate bzw. Paper API verwenden können. Dazu müssen wir jetzt hier nicht die Maven Central oder Maven Local Repository ausführen, sondern nur die Maven Funktion. Und hier drin packen wir einfach in einem String die URL unserer Repository. Beide Repositories von Paper und von Spygate sind in der Videobeschreibung verlinkt. Fügt einfach den Link zur Repository hier ein. Für die Paper Repository müsst ihr diese URL verwenden, fügt dann einfach die auch aus der Videobeschreibung ein. Da wir Spygate verwenden werden, lasse ich es einfach mal bei Spygate. Jetzt haben wir zwar die Repositories hinzugefügt, aber wir haben noch keine Dependencies hinzugefügt, also wir können auch die Spygate API noch nicht verwenden. Und da gibt es jetzt zwei Hauptregeln, die wir benutzen können. Einmal Implementation und einmal Compile-Only. Das sind beides auch Funktionen, die wir ausführen können, wie hier oben bei unseren Repositories. Hier muss auch ein String rein und hier kommt dann unsere Dependency rein. Das gleiche gilt auch mit Compile-Only. Compile-Only könnt ihr euch ein bisschen wie eine Development-Dependency vorstellen. Zum Beispiel die Spygate-API, die wir jetzt mit Compile-Only gleich einfügen werden, brauchen wir nicht auf dem Server, da der Server die bereits hat. Für alles andere, wie irgendwelche anderen APIs, benutzen wir normalerweise Implementation. Die Dependency arbeitet mit drei Doppelpunkten. Als erstes kommt die Group-ID der Dependency bei spygate.org.spygate.mc. Danach kommt ein Doppelpunkt und hier kommt jetzt die Artifact-ID. Bei Spygate ist es die spygate-API. Danach kommt wieder ein Doppelpunkt und jetzt kommt die Version. Das ist bei uns 1.17-R0.1-Snapshot. Das findet ihr auch in der Videobeschreibung zum Kopieren. Für Paper müsst ihr einfach nur org.spygate.mc zu io.paper.mc ändern und hier bei Spygate-API Paper-API schreiben. Da wir aber Spygate verwenden werden, bleibt es jetzt hier bei Spygate. Jedes Mal, wenn ihr Änderungen in eure KTS-Dateien gemacht habt, erscheint hier in IntelliJ hier oben rechts ein Symbol. Das Symbol kann man sich ein bisschen wie ein Reload-Symbol vorstellen. Das übernimmt einfach eure Änderungen an den KTS-Dateien. Da drücken wir einmal drauf und schon sind wir fertig und wir können mit dem Coden beginnen. Dazu gehen wir einfach hier unter Source Main, Java, und hier kommt auch einfach unsere Main-Class rein. Und wie ihr sehen könnt, können wir alles von Spygate importieren und hier unsere Main-Class erstellen. Damit Spygate unser Plugin erkennen kann, fehlt uns noch eine Plugin.xml und die machen wir einfach in dem Ordner hier Resources rein. Hier brauchen wir einfach unsere Main. In der Plugin.xml geben wir jetzt aber den Namen und die Version nicht einfach so an. Wir schreiben hier das in Variablen, also hier $Name und $Version. Später in unserem KTS-Skript werden wir diese Variablen einfach ersetzen lassen beim Compilen. Dazu gehen wir hier wieder in unsere build.gradle.kts und erstellen hier einen neuen Block namens Tasks. Einfach so hier wie die Dependency. Und jetzt kopieren wir uns einfach das hier, was wir hier schon bei Tasks.hab da rein, damit wir das nicht zweimal haben. Ich stelle mir dann wieder einen Block, den nennen wir Process Resources und der ist einfach dazu da, unsere Variablen in einem Plugin.xml zu ersetzen. Und dazu rufen wir die Funktion from auf und dann source sets. Main.get, also die Funktion get.resources
resources.sourcedirs. So kriegen wir einfach alle Files, die in unserem Resources-Ordner drin sind. Und hier benutzen wir dann Files Matching und schreiben hier plugin.xml hin, um nur die plugin.xml zu kommen. Dann machen wir hier einen Block dran und hier haben wir jetzt unser plugin.xml und hier führen wir die Funktion expand auf. Und hier führen wir die Funktion expand aus und hier verändern wir jetzt einfach den Namen zu rootproject.name und einmal Version to Version. Das würde jetzt nicht funktionieren und uns einen Fehler werfen. Wir müssen nämlich hier noch Duplication Strategy gleich Duplication Strategy.include hinzufügen. Und schon sind wir in unserem Process Resources Bereich fertig und jetzt setzen wir noch ein kleines Encoding. Dazu erstellen wir den Block Compile Java und schreiben da options.encoding gleich UTF-8. Bevor wir das Plugin exportieren, was ich gerade eben vergessen habe, müssen wir noch etwas in der Plugin.xml hinzufügen, und zwar API-Version. Das ist die API-Version, die wir benutzen wollen. Hier ist einfach da, Spike zu sagen, welche API-Version wir hier in der build.gradle.kts verwenden. Sonst können wir manche Features gar nicht erst benutzen. Damit wir unser Plugin jetzt compilen können, gehen wir einfach hier oben rechts auf Gradle, dann hier auf Gradle Tutorial, unser Projekt, und hier finden wir die Tasks. Das sind einfach alle Tasks, die wir verwenden können, und unter Build finden wir auch die Build-Tasks. Mit dieser Build-Task können wir einfach unser Plugin bilden. Dazu drücken wir einfach Doppelklick darauf und unser Plugin wird gebildet. Und jetzt finden wir unter Build-Lips unser Plugin. Gradle-Tutorial-1.0-Snapshot.ja. Das ist unser Plugin und das können wir so auf unseren Server hauen. Ich will euch aber hier noch etwas anderes zeigen. Und zwar mit Clean könnt ihr quasi den ganzen Build-Cache hier leeren. Und mit Build dann wieder bilden, wenn ihr wollt. Und jetzt sehen wir ja auch schon in unserem Server, dass das Ganze funktioniert hat. Hier wird funktioniert ausgegeben. Und das haben wir hier eben auch über den Logger ausgegeben. Es kann vorkommen, dass ihr irgendeine eigene API verwenden wollt. Und dazu benutzen wir hier in unserer build.gradle.kts unter Dependencies Implementation. Und hier können wir wie in Compile-Only unsere API einfach reinschreiben. Aber bei mir ist, ich benutze aber die Adventure API als Beispiel. Die füge ich hier einfach hinzu. Und jetzt gibt es einen Weg. Und zwar gehen wir in unsere plugin.xml und fügen hier Libraries hinzu. Und hier können wir jetzt genau den gleichen String, den wir gerade eben kopiert haben, und hier kommt jetzt genau den gleichen String, den wir gerade eben eingefügt haben, beziehungsweise geschrieben haben, auch hier rein kopieren. Und Spygate lädt nun automatisch, wenn wir den Server starten, diese Library für uns runter. Und wenn wir jetzt hier unseren Server starten, dann sehen wir auch schon, dass er Loading One Libraries macht und lädt die Library einfach runter. Aber es kann natürlich auch sein, dass ihr eine Library verwenden wollt, die nicht im Maven Central liegt. Ich tue jetzt einfach mal so, als würde das nicht im Maven Central liegen. Dann müsst ihr ja natürlich als erstes erstmal die Repository davon hinzufügen. Und jetzt müssen wir erstmal noch ein Plugin hinzufügen, damit das Ganze auch funktioniert und wir quasi die Library, die wir hier hinzugefügt haben, in unser eigenes Plugin hinzufügen können. In der JAR-Datei dann. Dazu schreibt ihr hier oben einfach ID und hier kommt die ID des Plugins rein. Ich habe euch das auch alles in die Videobeschreibung gepackt, das ist die ID des Plugins und die Version, die wir verwenden werden, ist 7.1.0. Wenn es eine neuere Version gibt, dann verwendet einfach die. Das funktioniert genauso gut. Dann laden wir einmal ganz kurz unser Gradle-File neu. Und wenn wir sie neu geladen haben, dann sehen wir hier, dass unter Shadow ein neuer Punkt Shadow hinzugefügt wurde. Und jetzt müssen wir unsere JAR quasi shadowen, also Dependencies, die wir wollen, in die JAR hineinfügen. Also quasi die Task Shadow JAR. Und davor machen wir noch einmal ganz kurz die Task Build. Und hier führen wir die Funktion Depends On aus. Und hier schreiben wir Shadow JAR. Sonst würde Shadow JAR nicht funktionieren, weil dann Build einfach Shadow JAR ignoriert und gar nichts damit macht. Hier in Shadow JAR sagen wir noch archive.basin.set. Dann können wir den Namen der JAR-Datei, die bei Shadow rauskommt, ändern. Ich nenne jetzt einfach mal gradle-tutorial.shadow, ganz wichtig, die .jar natürlich nicht hinzufügen. Und jetzt möchte ich noch das Relocate zeigen. Über Relocate können wir einfach ein Package quasi auf ein anderes Package relocaten, das wir verwenden. Dann machen wir Relocate in curry.gradle-tutorial, bla bla bla, beziehungsweise das Package, wo es dann am Ende drin sein soll. Und das kann nützlich sein, wenn ihr zum Beispiel auf einem Spygate-Server zwei Plugins habt und diese Plugins beide die gleiche Dependency benutzen, aber unterschiedliche Versionen. Dann habt ihr nämlich ein Riesenproblem, denn das eine Plugin will die Version und das andere die und manche Sachen funktionieren vielleicht nicht und Spygate nimmt immer nur eine Version und zwar von dem Plugin, das als erstes geladen wird und Spygate erkennt das durch die Packages. Und wenn ich jetzt einfach sage de.coolepizza.gradle-tutorial, also quasi unsere Group-ID und unsere Artifact-ID.lips, dann ist das Package ja einzigartig, was Spygate da verwendet. Und jetzt können wir einfach mal hier das Gradle Load Gradle Changes Symbol drücken und dann hier einmal auf Bild drücken. Und jetzt sehen wir hier, jetzt wird hier noch was hinzugefügt und zwar Gradle Tutorial Shadow. Und wenn wir das mal mit einem Decompiler öffnen, dann sehen wir hier unsere Plugin Tutorial ganz normal. Dann haben wir de coolepizza.gradle-tutorial, hier ist unsere Gradle Tutorial Klasse und hier haben wir die Adventure API. Und hier haben wir einfach unter Lips Kyori die Adventure API.
Und wenn wir das auf den Server tun, dann würde das genauso gut funktionieren. Das war es jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Abo da. Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Schreibt gerne auch Kommentare, was ich sonst noch für Videos machen soll und wie euch das Video gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns irgendwann wieder. Ciao, ciao.